Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Video-Review bei mir auf dem Kanal. Heute mit dem Imperial Royal Guard aus der Solo Star Wars Story Toyline von Hasbro. Er kam natürlich nicht in Solo vor, aber die Figur erschien halt eben mit in der Linie. Die Figur kam auch schon mal in einem Dreierpack mit Imperator und Luke Skywalker heraus in der TLJ, also Last Jedi Toyline. Wie gesagt, als Dreier-Set Forsting 1, jetzt ist er Forsting 2. Forsting 2 habe ich nicht. Brauche ich also auf die Sounds nicht näher eingehen. Wer das letzte Video gesehen hat, da kam ja auch ein bisschen Forsting drin vor. Wer also Sehnsucht nach Force Link geschwurbelt hat, kann sich gerne nochmal die letzte Folge anschauen mit dem BB-8. Die Packung selber vorne natürlich schön groß rot, der Imperial Royal Guard abgebildet. Dann die Figur daneben und Rückseite. Viel Erklärung über den Force Link, aber nicht zum Charakter selber. So. Ich mache heute mal ein bisschen fixer. Ich werde auch keine Vergleiche aufziehen mit anderen Figuren. Ich bin immer noch total verrotzt. Momentan etwas rotzfrei. Ich klinge, glaube ich, auch ganz normal. Aber der ganze Scheiß setzt sich momentan bei mir in den Nebenhöhlen ab und zieht auch mittlerweile in die Zähne. Ich habe mich gefreut, wie ich dann eines Morgens aufgewacht bin und dachte mir so, ja, das fehlt mir jetzt auch noch. So. Also einmal richtig schön die linke Flanke lahmgelegt. Deswegen kann auch sein, dass ich jetzt nur da spreche und nicht da so. Weil hier momentan alles total spannend und ich habe eben schon wieder hochgezogen. Das ist nicht schön. Okay, wir haben hier jetzt den Imperial Royal Guard und mit seinem Battle Staff, mit seiner Elektropike daneben. Und ich bin gespannt, ob der jetzt den Stab wieder halten kann. Ich habe jetzt den aus der TVC nicht hervorgekramt. Es gibt auch einfach zu viele. Ich hätte jetzt dann quasi eine ganze Folge mit den Imperial Royal Guards machen können. Und deswegen werde ich das vielleicht mal nachholen und da mal so eine Comparaison hier, so eine... Ja, so einen Vergleich machen, anstatt jetzt die ganzen Royal Guards, die bislang rausgekommen sind, in eine Folge zu kleiden, wo es eigentlich bloß um die Solo-Figur geht, die ich jetzt auch gerade mal rausgedrückt habe aus der Packung. Oh, das Cape, das gefällt mir schon mal ganz gut, weil es weich ist. Und sehe gerade, im Cape selber ist dann auch die Seriennummer eingedruckt. Weiches Cape, die Farbe gefällt mir verdammt gut. Der hat also einen schönen dunkelroten Farbton und nicht wie es bei den bei der TVC war es, glaube ich, auch so, dass die Figur doch etwas mehr zu sehr orange war. Und ich hätte jetzt noch ein Bild herholen können von einem, so ein Kino-Aushangbild, was bei mir draußen im Flur hängt, wo die beiden Royal Guards dann neben dem Fahrstuhl stehen. Aber ihr wisst sicherlich, was ich meine, dass die halt eigentlich dunkelrot sind und nicht in so einem orange-rot. So, halt, ja. Die Figur selber, den Helm kann man nicht abnehmen. Unten rund, haben wir schon gesehen, hat er dieses weinrote Gewand. Da ist allerdings jetzt nichts irgendwie großartig noch eingefärbt. Das halte ich mal eben, das kann ich nachher nicht machen, wenn ich halt die Figur von einer Seite fotografiere, kann ich dann nicht nebenbei hier so das Cape so rumbiegen. Da kann man sehen, da ist jetzt nichts großartig eingefärbt. Er hat darunter halt sehr viele Protektoren, was man auch so im Film gar nicht großartig gesehen hat. Ich denke mal, dass die Jungs da auch keine, dass die Darsteller keine Protektoren im Film getragen haben. Die hatten halt auch was anderes runter, aber eben kein Schutz, ne? Das waren halt diese langen Roben, aber so Teile, die man halt nicht unbedingt gesehen hat, die waren auch nicht unbedingt dann sonderlich ausgelegt. Okay, schauen wir uns die Figur mal aus der Nähe an. Viel Bemalung hat er nicht. Das ist alles ein Kunststoff. Der Helm ist auch, wenn ich ihn drücke, recht weich. Das heißt, ist auch so ein leichtes Material gefertigt. Sieht man auch, dass der halt mit angegossen ist. Aber dennoch in einem sehr schönen Glanzgrad, was bei Gummi immer so ein bisschen problematisch ist, das so zu fertigen. Oder bei einem Elastomer, also einem doch recht flexiblen Kunststoff. Da ist also jetzt bloß das Visier aufgedruckt, aber ansonsten durch die Spiegelung gibt es da also auch schöne Lichtreflexe in dem Helmbereich, dann auch das Matte des Capes. Setzt sich dadurch auch gut ab. Ein bisschen sieht man halt seine Unterfunktion, nein, seine Funktionskleidung. Ich habe jetzt auch mal den Arm nach vorne gestreckt beim Foto. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Ich gehe mal auf die Seite. So, seitlich gesehen der Figur kann man auch mal schön die Reflexion am Helm sehen. Keine Einfallstellen. Dann am Cape selber die Stoffstruktur, die untergebracht ist, und mir gefallen dann auch immer wieder, muss ich immer wieder sagen, halt die modellierten Capes besser. Ich habe jetzt so einen Guard auch noch nie irgendwo großartig rumsitzen sehen. Deswegen passt es ganz gut, wenn der halt eben in der Gegend rumsteht und dann eben auch der Faltenwurf so modelliert eben besser rüberkommt als eben mit Stoff. So, Rückseite kann man auch mal ein paar Reflexionen sehen. Da sieht man auch nochmal so die Verläufe der Helmstruktur, der Helmform, denn am Hinterkopf hat er nochmal so eine kleine Einbuchtung, also wirklich gut gemacht. Und auch hier die Struktur des Capes. So, dann komme ich jetzt mal zur Pike, die ich halt eben aus der Packung rauszupfe. Deswegen knistert es gerade ein bisschen. Die ist in einem silberfarbenen Kunststoff gefertigt, keine großartigen Details dran. Denkt man, wenn man sie zuerst anguckt, aber es sind doch einige Details. Also am oberen Ende, da sind nochmal so ein paar kleine Riefen dran und auch sonst, der Stab ist ja wirklich nicht gerade, sondern hat wirklich so verschiedene Strukturen dran. Unten da wie so einen kleinen Knopf noch dran sitzen. Also für so einen Stab doch eine ganze Menge Details, die da untergebracht wurden. Gar nicht mal so schlecht. Okay, dann darf der auch mal so einfarbig sein, denn alles andere wäre, glaube ich, fast sogar überladen. Jetzt versuche ich mal, diesen Stab in die Hand zu geben. Denn die Royal Guards, die halten den ja so am Knauf und setzen sich den Stab so in die Handfläche rein. Beziehungsweise, ja, muss man irgendwie so, der liegt dann so an der Schulter. Na, das ist ein bisschen, ups. Na, komm schon. Oder unterhalb so? Na, mal komisch aus. Ja, die Hand schließt jetzt nicht gut genug, oder ich habe den Daumen gerade zu weit nach innen gebogen. So, den Knöppel mal da hochgesetzt. Sitzt ein bisschen lose, also jetzt ist ja eine Forsting-Figur. Darf man nicht vergessen. Stehen. Ja, hier steht er besser, da vorne kippt der Tisch ja so ein bisschen. Aber es geht. Ja, es ist eine Forsting-Figur, also den Stab jetzt einfach bloß reinlegen. Ist natürlich gut, wenn man die Figur jetzt bloß in einem Diorama verwenden will, aber wenn man jetzt auch noch anfängt zu schütteln, geht das auch. Okay, also, hab nichts gesagt, man kann ihn also auch dann Force linken. Für diejenigen, denen es nicht reicht, dass halt, Force Link darunter nochmal, dass die Figur auch so ganz gut steht. Die Packholes sind tief genug. Und auf dem Durchmesser gut. Er ließ sich wirklich sehr gut dann da drauf pressen. Jetzt steht halt einen Fuß ein bisschen vor. Weiß auch nicht warum. So. Macht sich also auch auf einem Stand dann wunderbar. Und da hat man natürlich dann noch eine bessere Standfestigkeit in der Vitrine, damit dann nachher nicht eben Figuren, Domino in der Vitrine stattfindet, wenn man jemand vorübergeht. Vor allem bei Altbaufußböden mit den Dielen, die halt mal so ein bisschen nachgeben, kann es dann schon mal manchmal zu kleinen Unfällen kommen. Und wenn dann so ein Regalbrett oder selbst so ein Fach von so einem Expeditregal vollgestopft mit Figuren dann aufeinander zusammenfällt, das ist dann immer nicht so schön, weil man dann immer wieder neu anfangen muss, obwohl dann kommt am wenigsten was zum Staubwischen. Denn dazwischen die Räume, die macht man sonst nicht großartig sauber und wenn man Glasböden hat, dann sieht das auch mal ein bisschen doof aus. Also so gesehen wäre es gar nicht so schlecht, wenn dann ab und zu mal die Figuren umfallen, damit man mal wieder zum Saubermachen kommt. So, ich komme ins Faseln, die Figur ist soweit besprochen. Mir gefällt sie verdammt gut. Für eine 5 Pro finde ich jetzt auch diesen Charakter vollkommen ausreichend. Denn großartig hinsetzen braucht man nicht. Er steht, er sieht gut aus. Auch von der Rückseite, die Faltenwurfmodellierung finde ich super gemacht. Und in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und...